Ja, liebe Raubfischfreunde, dass Hechte nicht nur Fische, sondern auch gelegentlich Wasservögel fressen, das ist ja nichts Neues. Man weiß das ja, wenn beispielsweise die Enten oder die Blässhühner Junge haben, dass da immer weniger hinter den Müttern herschwimmen, weil einfach das eine oder andere Tier dem Hecht zum Opfer fällt. Was ich hier jetzt habe, das ist leider eine sehr traurige Sache, denn es ist ein Zwergtaucher, ein relativ seltener Vogel. Ich habe den Vogel seit ein paar Tagen am Weiher gesehen. Er taucht die Krautbänke ab, um da kleine Tiere, kleine Schnecken oder ähnliches rauszupicken und zu fressen. Ist ein ganz seltener und wirklich ein sehr putziger kleiner Vogel. Und umso trauriger, dass ich den jetzt gerade tot am Ufer gefunden habe. Ich habe mir, als er da immer abgetaucht ist und dann länger unten geblieben ist, schon gedacht, Mensch, hoffentlich geht es gut, denn ich weiß, dass in dem See der eine oder andere große Hecht rumschwimmt. Und es ist eigentlich mehr als logisch, dass ein Vogel in der Größe, wenn er unter Wasser über einer Krautbank taucht, dann früher oder später Opfer einer Hechtattacke wird. Das ist meine Vermutung und ich werde das Tier jetzt gleich mal untersuchen auf Bissverletzungen, denn unter diesem Federkleid sieht man eigentlich gar nichts. Und ich bin mir sicher, nachdem es hier keine anderen Möglichkeiten gibt, dass so ein Vogel zu Tode kommt, außer durch einen großen Raubfisch, dass wir hier die eine oder andere Bissspur finden werden. So, jetzt schauen wir uns den kleinen Vogel mal näher an. Also oberflächlich sieht man jetzt natürlich keine Verletzungen, weil die natürlich alle unter dem Gefieder verborgen sind. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen anfangen zu suchen, bin ich mir sicher, dass wir die eine oder andere Bissspur von dem Hecht finden werden. Aha, hier sehen wir bereits ein erstes Loch von einem, wie ich meine, Hechtzahn. Hier etwa einen Zentimeter entfernt das zweite. Normalerweise müsste jetzt auf der Gegenseite durchs Zupacken auch was zu finden sein. Ja, hier. Hier hat also der Hechtzahn richtig das Gefieder und die Haut durchbohrt. Und ich vermute, dass der Hecht den Vogel so festgehalten hat. Ich stelle auch fest, dass der Flügel hier zumindest eine Sehne gerissen ist, vielleicht sogar hier der Knochen gebrochen ist. Das Gelenk ist auf jeden Fall defekt und ich vermute, dass der Hecht den Vogel unter Wasser gepackt hat, ihn zunächst festgehalten hat, ihn dann versucht hat, in irgendeiner Form zu drehen und vielleicht durch diese sperrigen Beine oder den Schnabel ihn nicht gleich reinbekommen hat und ihn wieder ausgespuckt hat. Was natürlich besonders tragisch ist, denn dieser hübsche kleine Vogel, der hätte mit Sicherheit noch ein längeres Leben gehabt und ein anderes Ende verdient, als von einem Hecht attackiert zu werden und nicht mal zur Nahrungsverwertung gefressen zu werden. Naja, wie hat mein Großvater schon immer gesagt, die Natur ist alles, aber nicht zimperlich.